Herzlich willkommen beim Mitarbeiterforum Darmstadt-Kranichstein für das Dosieren. Zunächst einmal möchten wir euch zeigen, welche Stoffe vorliegen und was man damit überhaupt tut. Wir haben das ein wenig unterteilt in die sogenannten Wirkstoffe, die die Enthärtung an der Stelle tun, gehen dann über die Kombinationsprodukte bis dann hin zu den entsprechenden einzelnen Schutzstoffen, beschäftigen wir uns aber zuerst einmal mit den eigentlichen Kesselsteinverursachern. Der Kesselstein selbst ist hier ein Produkt, welches wir aus dem Lokomotivkessel haben. Es ist hier ein relativ pastöser Schlamm, der sich gebildet hat, hauptsächlich aus Carbonaten. Das sind entsprechende Salze der Kohlensäure, die sich hier gebildet haben. Die rötliche Farbe, die man hier hervorragend sehen kann, oder auch leicht bräunliche Farbe, rührt von der Korrosion her, die ausgelöst wird, wenn Sauerstoff im Kesselwasser entsprechend dann während der Stillstandszeiten jetzt das Eisen aus dem Kesselbaustoff löst und dieser die Carbonate entsprechend jetzt bräunlich verfärbt. Des Weiteren haben wir den Gips. Der Gips selbst an sich ist jetzt ein Produkt, ein weißes Pulver, wie wir das auch aus dem Baumarkt kennen. Er wird entsprechend jetzt mit Wasser zu einer festen Masse und ist deswegen im Kesselwasser als die sogenannte nicht lösliche Härte bekannt. Er wird oder soll vielmehr beim Dosieren entsprechend jetzt in ein entsprechendes Carbonat umgewandelt werden, um damit dann die Härten entsprechend löslich zu machen und diese löslichen Härten jetzt als sogenannten Kesselschlamm aus unserem Kesselwasser auszuschlammen. Dafür brauchen wir die Wirkstoffe. Und wir beginnen mit dem bekanntesten Wirkstoff, nämlich dem sogenannten Soda. Das Soda selbst ist ein weißes Pulver, hier ein wenig flockig durch Einwirkung von Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung. Es ist nicht schlimm, das Produkt bleibt weiterhin bekannt. Soda ist das bekannteste Mittel an der Stelle. Es wandelt die nicht löslichen Härten, also Salze, von Calcium und Magnesium mit Sulfaten, Chloriden und anderen entsprechenden Mineralien da an der Stelle jetzt um zu den sogenannten Carbonaten, wodurch jetzt im Wasser entsprechend auch Natron frei wird und dieses Natron an der Stelle für eine Alkalisierung des Kesselwassers sorgt. Das ist sehr, sehr wünschenswert an der Stelle, denn alkalisches Kesselwasser ist später ein Schutz gegen die Laugenbrüchigkeit bei Betriebstemperatur und entsprechendem Betriebsdruck. Ein hervorragend auch gleichzeitig geeignet, den Sauerstoff aus dem Kesselwasser im Betrieb fernzuhalten, sodass Sauerstoffkorrosion nicht auftritt. Soda hat einen Nachteil, die Mengen bei sehr hartem Wasser müssen sehr, sehr hoch sein, sodass sehr, sehr viel Soda benutzt werden muss. Deswegen sollte man Soda an der Stelle eher für bis zu ungefähr 10 zu dosierende Härtegrade, die sogenannten Nicht-Carbonat-Härten, entsprechend nur verwenden. Für mehr Härten an der Stelle gibt es dann das Natriumbicarbonat. Das Natriumbicarbonat ist dem Soda von der Farbe und Konsistenz her ähnlich an der Stelle. Auch hier ein weißes Pulver, welches dann benutzt werden kann. Davon brauchen wir weniger als vom Soda. Wir können das Natriumbicarbonat hier entsprechend hervorragend einsetzen, wenn wir sehr hartes Wasser haben, wie das in einigen Bereichen da an der Stelle vorkommt, sodass wir hier mit dem Natriumbicarbonat entsprechend ab 10 zu dosierenden Härtegraden wesentlich günstiger sind als mit dem Soda. So dass wir hier an der Stelle das Natriumbicarbonat für hohe Härten ab 10 zu dosierenden Härtegraden entsprechend benutzen können. Günstig haben sich auch durchgesetzt, das sind entsprechende Kombinationsprodukte. Kombinationen sind dann Mischungen aus Soda und entsprechend Natriumbicarbonat, wie hier. Sie werden 1:1 gemischt und können dann entsprechend für relativ weiches bis relativ hartes Wasser entsprechend günstig eingesetzt werden. Ein Konzept, welches die Deutsche Bundesbahn in ihren Beschreibungen zur Dosierung von Kesselwassern entsprechend auch empfohlen hat. Dies waren nun die entsprechenden Fellstoffe, die dafür zuständig sind, dass entsprechend harte Kesselwasser in ein entsprechend weiches Kesselwasser umzusetzen und entsprechend alle Härtebildner, die im Kesselstein enthalten sind, an der Stelle jetzt natürlich dann auszufällen und damit einen entsprechenden Kesselschlamm zu formen.
Es gibt nun Stoffe, die entsprechend jetzt hier an der Stelle zusammen sind. Das ist das Lithophan KG4 von der Lithophan-Gesellschaft in Lübeck. Es ist ein schwarzes Pulver, welches im Wasser aufgelöst werden muss. Schwarz durch die Zugabe eines entsprechenden Graphitzusatzes als Korrosionsschutz. Es wird entsprechend dosiert und enthält hochwirksame Polyphosphate, die auch hier an der Stelle die Enthärtung unseres Kesselwassers vornehmen. Gleichzeitig ist ein Sauerstoffbinder enthalten, der die Stillstandskorrosion beschränken soll, und ein entsprechender Schlammverflüssiger, der unseren Kesselschlamm sehr gut löslich und flüssig halten soll. Lithophan KG4 enthält den Wirkstoff als Polyphosphat entsprechend jetzt, um zu enthärten, und gleichzeitig dann auch einen hochwirksamen Entschäumer, der dafür sorgen soll, dass das Kesselwasser, welches durch die Alkalisierung auf Stabilität 11 bzw. 9,5 hier entsprechend sauber das Schäumen verhindert und so eine einwandfreie Verdampfung des Wassers gewährleistet ist und gleichzeitig damit auch das Überreißen von Wasser durch hohe Belastungen und hohe Wasserstände der Lokomotive vermieden werden soll. Die Entschäumer selbst haben wir hier, und man kann an der Stelle sehen, es ist eine farblose Flüssigkeit, die hier an der Stelle liegt. Diese farblose Flüssigkeit ist leicht ölig und wird dem Kesselwasser entsprechend zugegeben und soll nun verhindern, dass unser Kesselwasser bei starker Alkalisierung und Aufschäumung dann entsprechend eben nicht schäumt und somit das Überreißen von Wasser entsprechend nicht gegeben ist. Lithophan selbst musste feststellen, dass Lithophan KG4 sich sehr schlecht lösen lässt im kalten Kesselwasser und daher ein wenig kompliziert war für den Einsatz von Lokomotiv- und Schiffsdampfkesseln. So wurde das Konditionierungsmittel Lithophan K entsprechend auf den Markt gebracht. Auch dieses ist eine farblose, eher ölige Flüssigkeit, die entsprechend dem Kesselwasser zugegeben wird. Es wird erst wirksam bei ungefähr einer Temperatur von 60 Grad und entfaltet dann seine Wirksamkeit, ähnlich wie das Lithophan KG4, enthält es Polyphosphate, die entsprechend das Wasser enthärten sollen. Leider bietet das Lithophan K nur eine beschränkte Enthärtungsfähigkeit. Es kann nämlich nur ungefähr 16 Härtegrade sauber entsprechend dosieren bzw. enthärten, sodass an der Stelle Lithophan K bei sehr harten Wässern ein Problem darstellen kann, weswegen man da an der Stelle dann vielleicht ein entsprechendes Enthärtungsmittel in Form von Soda oder Natriumbicarbonat entsprechend zugeben sollte. Nun kommen wir, wenn wir schon bei den entsprechenden reinen Enthärtern sind, zu den eigentlichen Schutzstoffen, die den Schlamm flüssig halten und entsprechend jetzt hier an der Stelle sauber und dergleichen auch aus dem Kessel ausschäumen sollen. Da haben wir zunächst einmal das bekannteste Mittel, das ist das Skiantan. Skiantan haben wir hier einen Restbestand, den wir im Museum vorhalten. Es ist ein leicht bräunliches Pulver an der Stelle, welches von der VEB Fettchemie und dem Chemiekombinat in Bitterfeld entsprechend für die Deutsche Reichsbahn in der DDR hergestellt hat. Skiantan gibt es heute nicht mehr. Es gibt einen Nachfolger, Skiamid, der über die Fichtelbergbahn vertrieben wird und entsprechend ähnlich aussieht. In den westlichen Ländern der heute Vereinigten Bundesrepublik Deutschland benutzte man zu Zeiten der DDR dann das sogenannte Nalco 8N, wie wir es hier sehen können. Es ist dem Skiantan nicht nur ähnlich, sondern nahezu verwechselbar gleich. Es gibt Leute, die nun an der Stelle meinen, dass das Skiantan ein Nachbau des Nalco 8N ist. Dies kann man nicht unbedingt bestätigen, man kann es aber auch nicht verleugnen, da die Produkte an der Stelle ähnliche Wirksamkeiten und daher ähnliche Zusammensetzungen gehabt haben dürfen. Das Nalco 8N von der Nalco Chemie war ein entsprechendes Produkt, welches es heute so nicht mehr gibt. In der Kombination enthält es neben bestimmten Entschäumern auch Schlammverflüssiger sowie die über diese entsprechenden Zugaben auch einen Korrosionsschutz. Ein uns unbekanntes Mittel ist das C3 von B&K Chemie. Es ist ein eher helles beiges Pulver an der Stelle, welches auch benutzt worden sein soll, anstelle des Nalco 8N. Wir kennen leider seine Zusammensetzung überhaupt nicht, wären über Hinweise entsprechend
sehr, sehr dankbar, wenn uns da jemand etwas schicken könnte an der Stelle. Wir sind im Internet unter www.bahnwelt.de zu finden und uns freut, wenn uns irgendjemand einen Hinweis auf die Zusammensetzung und Verwendung des B und K C3 geben könnte, welches zur Dosierung von Kesseln entsprechend eingesetzt wurde. Eines der bekanntesten und womit überhaupt an der Stelle die Dosiererei anfing, ist das TIA. Das TIA wurde als Trimer Integral Armand in Frankreich entwickelt von dem Ingenieur Armand, der für die SNCF gearbeitet hat. Es ist ein braun-schwarzes Pulver an der Stelle. Es riecht holzig und ist wohl das älteste bekannte Zuschlagsprodukt für entsprechend Dampflokomotivkessel und innere Speisewasseraufbereitung. Was es ganz genau enthält, können wir nur mutmaßen. Es dürften Lignine und Tannine an der Stelle an erster Stelle sein. Weitere Inhaltsstoffe könnten vielleicht auch Anfänge von Entschäumungsfähigkeiten hier an der Stelle gewesen sein. Das wissen wir an der Stelle nicht genau. Wir haben auch hiervon nur Restbestände, die wir entsprechend museal archiviert haben und aufbereitet haben. Dies jetzt zum Überblick an der Stelle. Es ist so, dass wir zunächst einmal unser Wasser mit den entsprechenden Produkten enthärten müssen. Wir müssen das Schäumen des Kesselwassers verhindern und mit den entsprechenden Schutzstoffen von Nalco oder entsprechend Skiantan oder heute Skiamid, gegebenenfalls auch TIA, dann hier entsprechend dann unseren Schlamm, der sich dabei bildet, entsprechend fließfähig machen, dass sich ein entsprechend wunderbarer, am besten klarer und weißer Kesselstein bildet, der ausgeschlammt werden kann. Ein solcher Kesselstein wie hier an der Stelle in brauner Farbe ist nicht angestrebt. Und damit wollen wir auch gleich übergehen in den zweiten Teil zum Dosieren.